Und vom Virus an sich kommen wir eher zur Bekämpfung des Virus, und zwar nicht das, was hier in Deutschland eigentlich nicht sehr gut nicht sehr gut klappt. Nein, ich rede nicht von den Lockerungen oder von Öffnungen oder so, sondern mit dem Impfen. Ja, denn generell läuft es dort geradewegs nicht so gut mit dem Impfen in Deutschland. In einem anderen Land läuft es definitiv besser. Sogar deutlich besser. Sogar am allerallerbesten. Ja, in Israel nämlich. Da läuft es ziemlich gut und deswegen weiß das Land auch natürlich im Gegenzug deswegen, weil man halt nicht nur sehr gut impfen kann, sondern auch weil man genug Leute schon geimpft hat. Eine Herdenimmunität ist dort aber im Moment noch nicht entstanden, sodass man dort zumindest zu einer Normalität zurückkommt. Aber man gibt zumindest Impfdaten frei, um zumindest zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Vor allem nämlich mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer, einem US-amerikanischen Konzern, und BioNTech natürlich einem deutschen Konzern. Und so hat man diese Datenanalyse mit dem Präparat gemacht und es zeigt, da gibt es eine hohe Wirksamkeit bei diesem Vakzin, bei dieser, ja, bei diesem Impfstoff. Und das hat nämlich die Krankenkasse Jetzt muss ich nochmal, nee, ich muss ihn nochmal vorlesen. Clalit, so heißt die Krankenkasse, hat nämlich 600.000 Geimpfte nämlich überprüft, wahrscheinlich sogar selbst ihre eigenen Patienten bzw. Kunden, kann man sagen. Und nach Angaben einer Sprecherin, die natürlich diese Daten dann auch veröffentlicht bzw. präsentiert hat oder sie zumindest nachgefragt wurde, gab es nämlich 94% weniger symptomatische Infektionen wie in einer Kontrollgruppe. Also bei denjenigen, die sich trotz Impfungen infizierten, gab es 92% weniger schwere Verläufe. Also das Vakzin wirkt für die, die immer noch skeptisch sind, um zu sagen, das wird doch eh nichts, nur weil es innerhalb von wenigen Monaten entwickelt wurde. Klar, man braucht normalerweise für einen Impfstoff Jahre, während es natürlich hier auf einmal gegen das Coronavirus deutlich schneller ging. Man muss ja auch sagen, es ist ein sogenannter RMNA-Stoff. RMNA? Habe ich, glaube ich, RMNA, irgendwie so. Ne? Wie gesagt, ich bin da kein Chemiker und so weiter. Guten Abend, Björn, und guten Abend, Motek. Ja, und wie gesagt, für diese beiden Konzerne, für BioNTech und Pfizer, ist ja Israel ja quasi ein Modellland. Und insbesondere halt eine Woche nach Abgabe des zweiten Impfstoffs, so heißt es nämlich auch in der veröffentlichten Studie, die nämlich gestern veröffentlicht wurde. Also es ist nicht eine ältere Studie, sondern eine, die geradewegs 24 Stunden alt ist. Das heißt, die Wirksamkeit des Vakzins wird in jeder Altersgruppe gewahrt. Also wirkt wirklich von, ja, 18-Jährigen, die gerade erwachsen geworden sind, bis natürlich hin zu den Älteren, die ja als erstes nämlich geimpft wurden. Und die ersten Studien dieser andauernden Forschungsarbeiten, sie zielen aber auch gerade darauf ab, dem bislang ungeimpften Teil, also sprich auch die, die sich immer noch skeptisch fühlen, geradewegs, um zu sagen, ha, impfen, ich weiß nicht, ne, boah, das tut weh, und oder es sind halt die, die spezielle Hüte aufhaben, die womit man vielleicht Brot einwickelt oder so. Ja, da will man denen natürlich halt auch verdeutlichen, dass das Vakzin hochwirksam ist, dass es funktioniert, dass man sagen kann, hey, das ist nicht irgendein gepanschte Scheiße oder sowas, oder wie viele ja so auf diversen Plattformen, Social Media, also geradewegs diese unbekannten Social Media Plattformen, ha, ich bin auf Telegram, aber nur wegen Pokémon Go. Schreiben dann, ne, das verändert die DNA, oder dass zum Beispiel ein rechtsradikaler Präsident aus Südamerika sagt, du verwandelst dich in einem Krokodil. Das ist komplette gequirlte Scheiße, die da einfach steht, denn es wirkt. Und das zeigt diese Studie. Und dass da auch eine schwere Erkrankung verhindert wird, das versuchen auch diese Wissenschaftler zu erklären. Natürlich jetzt nicht in dem Sprachgebrauch, was ich gerade angewendet habe, sondern halt natürlich, um es normal zu verdeutlichen, um den Menschen auch zu sagen, das sind halt nicht nur die, die Angst vor Spritzen haben oder so, ne, sondern auch die ganzen Skeptiker, die sagen, na, impfen, dann werde ich noch kranker und so weiter, oder weiß was ich was mit mir passiert. Das soll natürlich dann, ne, es soll auch das zumindest zeigen, dass es funktioniert, dass dieses Vakzin, auch wenn es nur Monate gebraucht hat, im Gegensatz zu Jahren, dass es funktioniert. Und wie gesagt, seit Dezember ist Israel fleißig am Impfen. Im Gegensatz zu Deutschland ist Israel Impfweltmeister, was das angeht. Rund 2,5 Millionen,
nämlich dort in Israel, also ein Viertel der Bevölkerung, haben schon ihre zweite Dose bekommen. Denn der Impfstoff von BioNTech und Pfizer muss man ja zweimal sich spritzen lassen. Und das, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, 2, 3 Wochen war das. Und nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Israel haben schon 42% der Einwohner die erste Dosis erhalten. Also das ist schon fast gut die Hälfte und das ist schon mal auch ein Zeichen, dass viele bereit sind, um sich impfen zu lassen. Und wenn das funktioniert, dann können wir alle froh sein, vor allem nämlich auch in Israel, dass man da dann auch oder zumindest halt da, wo auch der BioNTech-Pfizer-Impfstoff angewendet wird, ob es dann auch ähnliche Studien in Israel geben wird oder in anderen Ländern zumindest mit Moderna. Oder mit AstraZeneca, da wissen wir ja zum Beispiel, dass das ja für Ältere ja nicht empfohlen wird. Das empfiehlt ja auch die WHO, aber auch natürlich in der EU, vor allem auch die STIKO, die Ständige Impfkommission, empfiehlt das ja. Das ist ja eher so für 18-Jährige, also ab 18 bis 64 Jahren, also nicht für Ältere, nicht verfügbar, aber zu verwenden ist. Und da gibt es dann auch natürlich entsprechend Probleme. Aber dennoch, da wird man auch sehen, wie das dann auch funktioniert, weil da sind ja auch die Studien etwas anders als sonst. Und auf deine Frage, lieber Motek, da gehe ich nicht drauf ein. Vielleicht, ich weiß, dass wenn das auch nur als Joke gesehen wird, naja, muss nicht unbedingt sein. Wenn du denkst, dass du ein Reptiloid bist, denk es weiter. Keine Ahnung. Versuch's doch. Ich weiß, war auch nur ein Joke, klar. Nee, also wie gesagt, wer immer noch skeptisch dabei ist, und das soll auch natürlich an die ganzen, also vor allem muss man auch sehen, dass diese Studie halt ja auch nicht nur gemacht wird, um den Impfskeptikern oder generell den Leuten zu zeigen, die so ein bisschen Angst vorm Impfen haben. Sei es natürlich, die haben sich mal geimpft, aber sich jetzt seitdem nicht mehr impfen lassen, nur weil sie ja zufällig krank geworden sind. Das hängt natürlich auch von der Person selbst ab. Wenn man sich gut ernährt und auch gesund lebt, anstatt sich irgendwie jeden Tag von Fastfood oder Pommes frites sich zu ernähren, man muss es halt so oder so wissen, wie man sich mit der ganzen Gesundheitssituation sich, sagen wir mal, ja, sich auseinandersetzen möchte. Und das hängt nicht nur davon ab, ob man sich nicht nur davon ab, ob man sich auch an die Maske hält, an Maskenpflicht hält und Abstand und so weiter, sondern auch, dass man generell gesund bleibt und dass man, ja, viele Regeln einhält, nicht nur die wichtigsten im Moment in diesem Leben.